Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's, euer Laser, und hier das Ryu zum Anzumann Shortcourse. 1:8. Es ist ein Monster. Und ja, heute das Ryu dazu, wie gesagt, ist ein bisschen dreckig. Ich habe den auch noch nicht sauber gemacht. Hatte ich ja, glaube ich, schon im Infovideo gesagt. Ja, die Karo, ein Monstergerät. Wir sehen hier noch den fetten Dreck. Ich muss den unbedingt mal sauber machen. Aber wir sehen, ist die Karo mit Magnethalterung tipptopp in Ordnung, aber muss mal sauber gemacht werden. Ja, was kann ich zu den Anzumann Shortcourse sagen? Also, der Anzumann Shortcourse ist ein Hammergerät. Ebenso wie der Terrier. Tipptopp Auto. Ich habe hier, wobei gemerkt, noch die Originalfederung dran. Und die Originalfederung, muss ich sagen, geht in dem Auto sogar ziemlich gut, weil das Auto nicht so schwer ist. Wir haben hier ein 1:8er eigentlich, und zwar den Buggy. Umgebaut von Anzumann mit den Front- und Hintbumper zum Shortcourse. Ich habe hier mal den Virus 2.0 und wir sehen, wenn ich den hier oben drauf lege, haben wir 1:1 das gleiche Auto, nur als Buggy. Also hier ist alles gleich, wie wir sehen, der Abstand. Es ist eigentlich 1:1 ein Buggy, und wenn ich den jetzt wieder wegnehme, haben wir den Shortcourse. Lege ich den wieder drauf, haben wir ein Buggy. Ja, eigentlich 1:1 gleich, alles auch gleich verbaut. Ich habe den hier umgebaut auf Brushless, weil ich einen Test gemacht habe, der wird wieder umgebaut auf Verbrenner. Das war für mich nur ein Test. Und ja, der Test war ziemlich krass. Da hatte ich hier das Mama Monster Z drin. Das war echt heftig. Und ja, zu dem Auto kann ich eigentlich auch nur gute Sachen sagen. Die Federung hier, im Gegensatz zum Terrier, ist hier die Federung wirklich sehr gut. Also die Federung funktioniert hier wirklich einwandfrei. Man kann hier auch noch enger schrauben. Aber die Federung hier ist absolut ausreichend, auch für den Nitro-Einsatz. Gut, mit dem Nitro wird es ein bisschen schwerer, aber dadurch bleibt er ein bisschen cooler in der Spur und alles. Das Auto war mein absoluter Hit. Also ich fand dieses Auto super, super geil. Oder ich finde es immer noch super, super geil. Deswegen werde ich diesen Wagen auch nicht verkaufen. Der wird für immer und ewig in meiner Sammlung, glaube ich, bleiben. Müsste nur mal gereinigt werden. Was halt positiv bei dem Auto ist, dass wir hier die gleichen Ersatzteile wie aus dem Virus 2.0 nehmen können. Und teilweise aber auch aus dem Terrier und. Also Mitteldiff etc. Hier die Servohalterung. Das ist ja eigentlich hier so ein Bogen. Ich habe das ja umgebaut, wie gesagt. Und die Lenkung vorne ist identisch. Das Stabi-Z ist aus dem Virus 2.0 identisch. Und genauso wie die Differentiale. Und das ist einfach heftig. Also das ist echt cool gemacht. Schade, dass es die Autos echt nicht mehr gibt. Weil wenn mal was kaputt geht, dann kann man einfach zack aus dem Auto oder von der Marke oder von dem Auto bestellen und einbauen. Also das war echt genial. Und ja, den Shortcourse, den gab es ja nicht lange. Ich habe den nur durch Zufall noch gesehen und habe ihn mir gleich bestellt. Ich habe ihn super, super günstig bekommen. Jetzt ist das überhaupt nicht mehr zu bekommen, das Teil. Also wenn ihr mal einen kriegt, greift zu. Conversion zum Umbau ist, kann ich euch mal sagen, ist das H8. Das H8 passt perfekt für den Umbau. Das könnt ihr dann auch für den Terrier nehmen und für den Virus 2.0. Das passt definitiv. Ihr müsst hier, glaube ich, auch keine Verbesserung mehr machen. Habe ich auch nicht gemacht. Der wird aber wieder umgebaut auf Verbrenner. Das war nur ein Test mit dem Elektro hier. Und ja, was kann ich zu dem Auto sagen? Wie gesagt, die Stoßdämpfer hier sind besser. Die Pitbull-Aufhängung ist hier auch genauso gut, hatte ich in dem Terrier vergessen zu erwähnen. Aber das kann ich auch hier sagen. Die Pitbull-Aufhängung ist wirklich hinten absolut in Ordnung und vorne genauso in Ordnung. Also ich habe noch mit der Pitbull-Aufhängung noch keine Schwierigkeiten gehabt. Das funktioniert ja alles sehr gut. Und wenn man das hier zwischendurch auch mal reinigt und wieder sauber macht, dann ist das absolut alles kein Problem. Ja, große Probleme dadurch hatte ich noch nicht. Wir haben hier gar nicht so einen großen Spiel wie beim Terrier. Das haben die hier mit so Plastikklipsen gelöst. Das ist hier ein bisschen besser gelöst. Hier ist der Spiel nicht allzu arg, wie wir sehen. Also das ist hier wirklich nur minimal. Man könnte hier auch nochmal mit Unterlegscheiben aushelfen. Gleiche Problem wie auch drüben. Das ist hier, die Lenkung ist total wackelig hier drinne. Müsste man eventuell auch mal mit Unterlegscheiben arbeiten. Habe ich aber bis jetzt nicht eingesehen. Ja, ansonsten auch ein sehr robustes Auto. Bin ich gar nicht so viel gefahren, muss ich sagen. Das war... Es geht. Doch, eigentlich schon ziemlich gut eigentlich, wenn ich so überlege. Der hat eigentlich schon ganz gut was mitgemacht. Ja, geht aber, ne? Ja, muss ich auch mal sauber machen. Wahnsinn. Aber Dreck konserviert ja angeblich. Ja, ansonsten ein sehr schönes Auto. Ebenso wie der Terrier und wie der Virus. Aber ein tolles Auto. Und wenn ihr den bekommen könnt, greift zu. Ist genauso robust wie der Virus 2 oder der Terrier.
große Mängel sind mir noch nicht bekannt. Wie gesagt, dem bin ich noch nicht so viel gefahren. Aber ansonsten auch von den Knochen her alles sehr, sehr robust und stabil gebaut. Und hier auch noch keine Ausschläge. Hier überhaupt noch nicht, weil der hat noch nicht so viel auf der Uhr. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Und ja, das wird so mein seltenes Fahrzeug, was ich mal wirklich bei besonderen Anlässen fahren werde. Ja, das ist eigentlich ein schönes Auto. Ich liebe den. Schöner Shotcross. Ja, das war's zum Shotcross. Hier auch die Karo genauso fett wieder. Also wir haben hier genauso wieder so eine dicke Karo. Die Karo ist wirklich super, super fett. Also wir haben hier wirklich einen krassen Durchmesser. Ich kann euch das mal kurz gucken. Wir haben hier fast 2 mm Karo-Stärke, aber eher 1,5 mm Karo-Stärke. Und die ist echt super fett. Und ja, ihr seht das selber, das ist einfach eine krasse Karo. Die hält einfach was aus und hier ist auch noch nichts eingerissen. Und ja, macht viel mit. Habe ich auch wieder mit Magnethalterung gemacht. Dadurch liegt sie ein bisschen weiter oben, was den einen oder anderen vielleicht stört von der Optik her. Aber mir gefällt er so ganz gut, weil so hat er schön Einfederungsweg und kommt nicht gegen die Karo, genauso wie hinten. Das war einfach mein Gedanke dabei. Und wenn man sich so einen Shotcross-Truck mal anguckt, in Real Life, die sind auch ziemlich weit oben und schweben in der Luft und sind nicht so weit unten. Und ja, das habe ich hier mit der Magnethalterung auch versucht zu erreichen. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Ja, der wird in meiner Sammlung bleiben. Den werde ich nicht verkaufen, weil das ist einfach... Ja, mein Baby. Den liebe ich über alles. Ja, wollte ich aber euch nicht vorenthalten. Wenn ihr einen kriegen könnt, würde ich sagen, wer einen Shotcross Truck in 1:8 haben möchte, zugreifen. Wie gesagt, einiges ist es der 1:8er Buggy, aber mit der Karo und den Bumpern eben zum Shotcross Truck gebaut worden. Wie so viele Autos. Ja gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ja, ist eigentlich ein Top-Auto. Finde ich super. Gut, das war's. Bis zum nächsten Video. Euer Laser. Tschüss.